Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde WWE 2K17 hier auf Nossa Games. Bei mir ist der Tim. Servus. Und heute gibt's Payback. Genau. Wir haben Walpurgisnacht kurz vor der Live-Ausstrahlung von Payback. Deswegen bietet sich das gerade an. Jo, muss ich. Beginnen tun wir mit dem Monster gegen Roman den Reigns? Superman, hä? Ja, genau. Wie sie ihn gern hätten. Ja. Ja, man müsste leider dazu sagen, wir haben noch eine Folge dazwischen, ne? Also das heißt, ihr Oh, wir kriegt haben das noch eine Ganze. Folge dazwischen. Ja, deswegen. Stimmt. Also wir haben noch eine Folge noch über von unserer letzten Aufnahmesession und dementsprechend kriegt ihr das Ganze dann eine Woche versch nee, 2 Wochen verspätet, ne? Anderthalb, Ja, anderthalb, genau. Anderthalb huh? Wochen verspätet auf die Augen, aber gut. Bisschen Schwund ist immer. Passiert. So, würde ich sagen, gehen wir Gut. rein, oder? Ich wäre Komm soweit. an. Ja, Manuel hat natürlich McMahons Liebling. Auch nicht overpowered gegenüber dem Strowman. Nö, ganz unweigerlich. Mal gucken, wie schnell deine Leitung dieses Mal ist. Ja, das war, glaube ich, nur beim Skype aktualisieren. Ja. Ja, vor der Aufnahme hat der Manuel ein bisschen Skype aktualisieren müssen. Und aus irgendwelchen Gründen hat das ewig gedauert. Er bezahlt nicht gerne eine 120er Leitung und es gibt nur 100, kein MB. Ja, oh, warte mal. Ich muss den Fernseher ein bisschen leiser machen. Gerade noch die Hand so schön dran. Oh, ich hab dich erwischt. Eigentlich müsste ich gleich mal testen, ob der so laut schreien kann, wie das sonst auch immer macht. Was jetzt? Kommst du jetzt schon mit dem Superman-Punch? Nee, das war einfach nur hier diese Jubel. Oh. Bin mal gespannt, ob ich überhaupt einen krieg. Ich kann es dir noch nicht sagen. Sieht eigentlich schon bescheuert aus, ne? Der Typ, den ich hab, ja, so viel dicker, so viel schwerer, so viel Ja. muskulöser. Ja, so ein halber Fleischberg. Und dann, ja. Er Wie versucht. macht man Suicide? Huch. Hey. Wobei der hier noch eher fett aussieht. Mittlerweile ist der Ja. Strowman ja eher muskulös, gell? Ja. Ich glaube, das hat wehgetan, so schwer wie ich bin. Ja. Oh. Jo. Hallo. Warum? Was macht der denn da? Lass mich Der mit Schiri ist ihm. auf meiner Seite. Jetzt hast du es geschafft Verdammt, und dann jetzt habe ich springt es er. geschafft und dann springt er drüber. Ey, nett, wir müssen doch rein, wir haben doch ein normales Match. Wo ist er? Ist er noch hier? Oh, alles gut. Ja, genau. Springst du an mir vorbei und fall trotzdem nur um. Hallo, ich bin Roman Reigns, ich kann alles. Ja, genau. Guck, ich kann sogar den Schiedsrichter umrennen. Ja. Der stirbt fast dabei. Was mache ich denn hier? War ich zu spät. Was ist das denn? The effect of his speed, agility and crushing strikes on an opponent are all intensified because there is such brute force behind everything he hits you with. Schon wieder. He's certainly showing us something new from his repertoire. That's cool. I like new stuff. It looks like we're gonna see what kind of pain they can inflict out here on the floor. Kaputt. I believe that is the first time tonight we've seen that move. The finality of this environment is so apparent, King. I don't know about that, but this area is so, so dangerous. Man, der zählt so lahmarschig. Ja, früher sind die mal runtergefallen, wenn man in die Ringecke gelaufen ist. Bet.
And he gets out of the ring, stopping this assault for the moment. Ich hab das echt schon zu lange nicht mehr gespielt. Ja, genau. Hallo. You can feel it in the first few rows. Good lord, that wasn't even close. So that's what it's like being so far. Also, stell mal fest, dass Roman kann nichts. Unsere Matchqualität ist ja bisher auch nicht so toll. Ja, leider nicht. Wie viel hast du bisher? Wie viele Sterne? 2. Ey, ich bin bei 3. 2,5 habe ich jetzt. Oh. Das war so gar nicht geplant, ich bin einfach hinterhergelaufen. Schon wieder zu spät. Eieiei. Das hat meinen Körper kaputt gemacht. Guck mal, ob ich dich in der Mitte durchgebrochen krieg. Wie die immer sagen. Kommentator immer, von wegen hier bricht in der Hüfte durch. Ich bin jetzt bei 3,5 Sternen. Nicht 2,5. Ja, was machst du denn immer so böses? So, ich pin dich jetzt einfach. Ich weiß es nicht, ich kann dem Strowman irgendwie nichts abgewinnen. Jetzt hier so, oh, hier, so Massage. Hier. Oh. Genau, ja, hier. Wo tut's denn weh? Ich drück mal ein bisschen. Jetzt hatte ich ein Ding, scheißen Dreck. Ich weiß nicht, was er als Signature-Move hat. Ich hab keine Ahnung. Hast du gerade einen gekriegt? Ja, ich hab einen. Aber ich weiß halt nicht, was der hat. Das ist halt das Problem. Ich laufe mal ein bisschen rum. Was kommt nicht? Weißt du, ich fange immer relativ gut an und jetzt kriege ich gerade nichts mehr auf die Kette, gell? Ja, der Anfang war echt nicht schlecht. Da hatte ich echt Probleme gehabt. Ah, jetzt. Ja, genau. Der kriegt den Dicken hochgehoben. Bricht er unter ihm zusammen. Na, ich weiß, was jetzt kommt. Da habe ich keine Chance mehr gegen. Hä? What? Dafür habe ich jetzt einen Finisher gekriegt. Ja, jetzt. Ringrichter, was machst du denn da? Ich hab doch gar nichts gemacht. Konzentrier dich lieber aufs Zählen. Jetzt bin ich auch mal bei 3,5. Ja, aber dass wir im Finisher ausweichen, hätte ich nicht gedacht, dass das funktioniert. Ich dachte eigentlich, du triffst mich jetzt volle Breitseite. Is to punish an opponent like this. Yeah, you really have to enjoy hurting someone. Ja, genau. Jetzt müsste es aber auch kommen. Ich komme mich nicht um. He's endured heavy blows here. I don't know how much longer. And this has got to be it. It's it. It's over. Nein, hast gewonnen. Yay, ich hab mal gewonnen. Ich werd bekloppt. Scheiße. Naja, McMahon's Liebling halt, ne? Ja, muss mehr gewinnen lassen. Match abschließen. Das, obwohl er den Spear nicht mal angesetzt hat. Herrlich. So, ich bin auf dem Weg zurück zur Lobby. Yep. Was wäre das nächste Match, was du favorisieren würdest? Das nächste Match war Seth Rollins gegen Samoa Joe. Okay, dann nehme ich den Rollins. Gut, nehme ich diesmal den kräftigeren.
So, schauen wir doch mal. Ist der Samoa Joe denn hier im Spiel drin? Yes, der hat sogar 87. What? Das überrascht mich jetzt auch etwas. Ja. Ist ein bisschen... Kannst du noch vom Money in the Bank wegstellen? Ja, kann ich. Warte mal, genau, kann ich noch machen. So. Machen wir wieder Payback. Ich weiß überhaupt nicht, warum die das geändert haben. So. Boah, 93. Ja, jetzt habe ich vielleicht eine Chance zu gewinnen. Jetzt wirst du das gewinnen, so wie ich die Sache sehe. Boah, was hatten wir das letzte Mal? Da hattest du einen Rollins und ich hatte Triple H, ne? Bei WrestleMania. War das so rum? Ich weiß. Ja, ich glaube schon. Schauen wir mein mal. Mein Ladebalken ist voll. Anna auch. Yo. Yo, komm. Einfach mal voll übertrieben jetzt schon, gell? Komm, rin. Ja. Wieder die Profis am Werk, ehrlich. So Banane. What's your take on Seth Rollins, King? If you were in there against him, what would you do? How do you see him getting it done here tonight? Listen, this could go either way. Now, I'm not a patient man, but even I know we'll just have to wait. Geht ja schon kart schwer ab, das Match hier. You know, I've heard it said that life is like a box of chocolates. But I look at him and think it's more like a bucket of boats. Was war das denn jetzt? Ei. Immer dieses Rumgestümper am frühen Abend. Was war das denn? Jetzt habe ich dir gerade echt mit dem Knie auf den Kopf gehauen. Jetzt auch schon mal wieder gar nicht übertrieben, Jo, komm. Das wäre jetzt das kürzeste Match in der NOSA Games Geschichte gewesen. Ja genau, Herr Ringrichter, mich aufhalten und der kommt im Hammer. Wie ist denn jetzt weggelegt? Hast du doch schon. Nee, freiwillig. Ich glaube mit B ist im Kopf. Was gibt das denn jetzt hier? Seth Rollins knows how to polish off an opponent. Jetzt hab ich wieder verpeilt. Ah, Mist, ich wollte noch eine Richtungstaste dabei drücken. Just wants that insult injury. Yeah, this guy's on a mean streak. Extra slow getting back to his base here. What can Samoa Joe do here to up the odds for success? Beat him up. He'll need to find a way to turn things around here. Never say never. Gott, hast du mich zerstört. Rollins ist ja auch mal einfach übertrieben, oder? Ja. So ein bisschen schon. Hallo, ich hatte genau. He wisely ducks out of the ring after that huge maneuver. I don't know if it was so wise, it was out of necessity. Rolling out of harm's way. Smart strategy there. Kommst du mal wieder rein? Oder hast du Angst davor, ein Pedigree abzukriegen? The sacrifice you must be willing to take to compete in the big leagues in the WWE is unreal. Oh shit. Nicht aufgepasst. Samoa Joe dealing out some punishment. Yeah, too bad for his opponent. Oh, he missed. Oh, nobody home that time. Oh god, that was hitting him a nail right on the head. If he takes many more of those, he's gonna get lit up like a Christmas tree. Ach, leck mich doch am Arsch. Entschuldigung. Oh Mann. Das war's doch schon. Echt jetzt?
Jo. Okay. Guck mal, ob das heute Nacht auch so schnell ausgeht. Hast du denn jetzt dafür übertriebene? Nee, natürlich nicht. Der ist auch ein bisschen übertrieben dargestellt hier. Jo. Hat. So sagen. Wird ja eine kurze Folge, wenn das so weitergeht. Jo. Wie willst du jetzt fürs letzte Match haben? Was? Wie willst du fürs letzte Match haben? Ja, wie willst du denn haben? Du hast es ja schwerer. Mir ist das egal. Ich nehme die Blondine. Du nimmst die Blondine? Ja, natürlich. Ich hätte jetzt gedacht, du nimmst die... Nein, ich nehme die Blondine. Wir müssen ja... Oh. Was denn? 86 zu 73. Was ja. Sonst? So, jetzt aber. Gucken wir mal. Bin ich sehr gespannt drauf, wie das Match ausgeht. Ja, wenn das genauso schnell wird wie das andere, das ist es. Ja gut, aber der Rollins, der war auch echt jetzt ein bisschen OP, ne? Ein bisschen. Bei der hat ja jeder Schlag gesessen. Ja, nach drei Schlägen war ja das Grüne schon weg und nach sechs Schlägen war das Gelbe weg. Das ist ja nicht normal. Mhm. Zu früh? Weißt du, der Knopf ist bei mir gerade eine halbe Minute angezeigt, ja? Yes. Well, neither one of these competitors has a lot of love for the other. And that's going to become clear right about now. It's go time. Ein Glück hat die nicht. But hey, the fans in the Windy City cannot care less about all this hype. Schatz, wir können den Ring nicht treffen. Oh. Ich habe heute irgendwie 3D-Probleme. You're talking about someone who has all the talent necessary to become one of the all-time. Jetzt war's zu spät. And a woman's match never gets old. Willkommen in meiner Welt. Ja, aber nur wenn du Samoa Joe hast. Nee, das war auch die letzten Wochen schon so. Alexa Bliss showing us some diversity right now. Oh ja, ich zieh mal einen Hahn. I believe that is the first time tonight we've seen that move. Toll, da habe ich gar nichts gekriegt jetzt, um es abzuwehren. Oh. And again, this beautiful diva decides to use that one. Message delivered. Things starting to go the other way for her. Kommst du immer raus? You said it, Michael. And these divas have given us an incredible. Jetzt war es wieder zu früh. Wurde das Ding auch schon wieder ewig angezeigt. This match could go either way, the way these women have been going at it. Look out. She missed her target that time. Yeah, I guess you could say she was just a bit off the mark with that one. Did you see that, Cole? Talk about getting your spine adjusted. Jeez. And Bailey makes the cover. Was ist jetzt abgebrochen, oder was? Ja, wir wollen ja nicht, dass das auch so früh aufhört hier. Also dem Wester jetzt eh noch rausgekommen. Kann ich dir nicht sagen, ob ich rausgekommen bin. Jetzt. Boah, wie lange braucht ihr denn zum Aufstehen? Muss jetzt mal ein bisschen wehtun. Funktioniert aber nicht. Yeah, but it's been a pretty even back and forth battle up until now. What is Alexa Bliss's best strategy at this point? Her opponent's clearly getting the best of her here. This might just be where we finally see one of these women start. Was ist das denn? Keine Ahnung. Wow. I don't recall the last time I saw a women's match as closely contested as this one. Ach, Mann, meine Haut nimmt mir zu. Das kenne ich. Ich habe gerade schon echt überlegt, ob ob die Batterien von meinem Controller leer sind. Jetzt ruckelt's. Off the turnbuckle goes Bailey.
Ich muss gerade mal hier ein bisschen Lag-Test machen. Attempt at striking your opponent. I don't know if she could have been further off the mark. That was like a haymaker, like she was taking that big home run swing. Ja, das ist wohl eine klare Niederlage für mich. Bin schon durch. Yeah, I don't think he wants his opponent to be able to walk out of here. God, there was nothing accurate about that attempt at offense. Oh, you're being too kind. Some people would use other words. Zu früh, zu spät. Schön. Wenigstens mal ein bisschen was für mich. Ja, genau. Kann ich gerade gar nichts machen? Ja. Genau. Da stand machen. Aber nichts, ich habe einfach mal aus. This takes the adage of practice makes perfect and takes it in a completely new direction. Ah, der Drops ist doch gelutscht. Looking at it here, and the shoulders up now. That's a kick out. Nice. She's not done yet, but you have to believe that she's in all sorts of trouble here. Hallo, aufstehen. Rolling out of harm's way. Smart strategy there. Oh, die brauchen eine halbe Ewigkeit. Me too. I've given up even trying to figure out what they're gonna do next. I'm just sitting back watching and enjoying. Man, she's making it look easy. Ja, genau. What? Oh, look at the emotion. Signature Move von mir konnte ich gar nicht ansetzen. Ich mach nix und der Typ rennt trotzdem auf mich zu, anstelle von dich auszuzählen. Bisschen falsch, oder? Rolling out of harm's way. Smart strategy there. Back now inside the ring. Oh, that poor Diva's face. Irgendwie ist heute nicht so mein Abend, glaube ich. Wobei, eben hast du mich ja zerstört. Ja gut, das war aber auch nur, weil der extrem OP war. So geil. I'm not sure if she knows what planet she's on after that. Ja, und trotzdem stehst du so schnell wieder auf. Ich kann überhaupt keinen Finisher zeigen, weil dafür muss ich auf die Ringecke bei der. Ja, genau. War abzusehen. Ich weiß nicht, was das da unten bei dir mit dem C ist. Come back. Deswegen bin ich eben so schnell aufgesprungen. Ach. Wenigstens habe ich da aber wenigstens ein klein wenig Glück. Alexa Bliss is not someone to sleep on. And Alexa Bliss heads for the top rope. Die braucht viel zu lang. Hallo? I don't know how much off the top rope. This match is taking so much out of her.
Oh toll. Signature Move kam auch voll für den Arsch. Ich hatte doch gerade Finish, ja. That's the first time she's executed that move. She's experimenting. I like that. I love when a diva experiments. Ich komme hier bei dem Match auch nicht zu meinem Finisher, das ist unglaublich. Ja. Ich weiß vor allem nicht, ich war jetzt vorhin auf der Ringecke, du hast am Boden gelegen, das hätte jetzt eigentlich der Finisher werden müssen. God, there was nothing accurate about that attempted offense. Wie viele Sterne hast du aktuell? 1,5. Ich hab 4,5. Shit. Das war's. Der Drops ist gelutscht. Darf ich nicht? Nein, das war's. Ja. Den ersten hätte ich gar keine Chance, irgendwas zu drücken. Den zweiten hat er schon angezählt gehabt, aber. Nein. Gut. Hätten wir das. Ja. Würde ich sagen, wir sind raus. Bis zum nächsten Mal, oder? Ja, war's das. Kurz und schmerzlos. Ja. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.